Hallo meine lieben Digi-Ritter, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Digimon Masters Online. Heute habe ich für euch Kranium-Mon X am Start. Wir werden uns wie immer einmal seine Werte anschauen und dann einmal seine ganzen Animationen, also Auto-Attacks und Skills. Aber ihr werdet euch sicherlich natürlich jetzt erstmal vorweg fragen, wie ich denn an Kranium-Mon X rangekommen bin. Nein, ich habe ihn nicht durch einen Zuschauer erhalten. Ich habe ihn bekommen, als ich für das oder beziehungsweise im 50%-Event, wo ja alles im Shop 50% runtergesetzt war, habe ich mir Rechargeable Energies geholt. Und mit dem restlichen Guthaben, was ich noch übrig hatte, habe ich mir 4 Boxen von ihm geholt. 4 Stück. Bin dann nach Snowstorm Village gegangen, habe die dann dort gescannt. Und aus der letzten Box ist Kranium-Mon X rausgekommen. Das ist das erste Mal, dass ich mit den Boxen überhaupt richtig Glück hatte, beziehungsweise auch das erste Mal, dass ich mir überhaupt Boxen geholt habe, seit ich damals aus 44 Boxen Alphos Vedramon X gezogen hatte. Was auch bisher das einzige Mal war, dass ich mich, dass ich mich an den Boxen versucht habe, aber dass ich, was aus den Boxen überhaupt gezogen habe. Sonst habe ich bisher nie was aus den Boxen rausgezogen. Jetzt hat es in 4 Boxen, die ich mir aus Spaß einfach geholt habe, geklappt. Das werde ich wahrscheinlich nie wieder toppen können. Und, wir schauen uns ihn jetzt erstmal an. Also vom Modell her ist das eigentlich ein bisschen kontrovers, weil manche werden ihn hässlich finden. Zumindest habe ich das schon mitbekommen, dass Leute Kranium-Mon X vom Design her überhaupt nicht mögen. Ich dagegen finde das Design richtig nice, muss ich einfach sagen. Allein die Krallen an den Füßen, das komplette Rüstungsdesign gefällt mir, auch was sie mit dem Schädel-Theme gemacht haben. Dass selbst die Handschuhe quasi an seinen Händen hier Schädel mit oben drauf haben. An seinen Schultern hat er Schädel, hier hat er Schädel, an seinen Knien hat er Schädel. Also das Knochen-Theme ist hier auf jeden Fall gut gelungen. Und ja, sein Gesicht ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Allerdings, ich find's awesome. Also, mir gefällt das Design richtig, richtig gut. Weil das Theme allgemein sehr passend gewählt ist. Zumindest in meiner Meinung nach. Ihr könnt ja immer wie immer gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr denn das Design findet. Ich mache jetzt einmal kurz Digimon-Effekt aus. Dann sieht man hier vielleicht nochmal ein bisschen besser das. Also, mir gefällt auf jeden Fall, was sie draus gemacht haben. Auch das Design vom Speer mit den kleinen Blitzeffekten oder mit diesem Energieeffekt drumherum gefällt mir sehr, sehr gut. Auch von der Rückseite, was sie hier gemacht haben mit diesen Bändern, die hier runterhängen. Sein Schild, der jetzt auf dem Rücken ist. Und auch das, ja, in Anführungszeichen Tuch, was bei ihm hier vorne runterhängt. Einzige, was mir designmäßig persönlich nicht allzu gut gefällt, aber das ist das Einzige, was mich an ihm stört, ist seine Oberarme, dass die, wie gesagt, hier so aufgeteilt sind. Also, dass es hier kein durchgängiger Arm quasi, sondern nur die Knochen in dem Sinne vom Design her, die hier runterhängen. Aber das ist dann, finde ich, schon Meckern auf einem hohen Niveau. Also, allgemein gefällt mir das Design richtig, richtig gut. Auch das mit den Klingen an den Armen, das sieht einfach richtig gut aus, gefällt mir. Genau. Dann schauen wir uns einmal seine Stats an. Fangen wir mit denen an. So, meins ist Level 109, muss man dazu immer sagen. Also noch nicht 120. Dementsprechend kann sich noch minimal was an den Stats ändern. Beziehungsweise an den Werten. Und meins ist leider nur 134,76%, weil ich bisher noch nichts Besseres bekommen habe und ich jetzt keine Yggdrasil beziehungsweise Romeo Fruits mehr übrig habe. Es ist ein SSS-Digimon, was natürlich sehr, sehr gut ist. Also gehört damit zu den stärksten Digimon im ganzen Spiel. Natürlich, abgesehen von den in der Kategorie SSS+. Sollte ja dementsprechend offensichtlich sein. Es ist ein Burst-Mode-X-Digimon, was man dazu noch betonen muss. Das heißt, er kann Memory-Skills benutzen, die beziehungsweise die für normale Digimon gelten. Also alles bis Burst Mode. Bedeutet, bei ihm können wir auch sowas wie The Ruler of Iron High, also die High, also Low bis High und Highest Varianten kann man auf ihn packen, was andere Digimon in dieser Kategorie zum Beispiel nicht können. Ogudomon zum Beispiel zählt als Variant Digimon immer noch zu den
von den Memory Skills her zu den Jogress Digimon. Dementsprechend hat er auch da einen Nachteil. Alpha Mono Hurricane X kann auch nur die Jogress Memory Skills nutzen. Und da hat er, wie gesagt, einen ganz guten Vorteil, was das betrifft. Dementsprechend habe ich bei ihm auch schon Regenerative Ability High und The Ruler of Iron High drauf, weil Iron natürlich sein Elementattribut ist, was allerdings nicht so von Vorteil im Spiel ist, weil es gibt kaum kaum Virus-Licht-Gegner hier im Spiel und sowas wie den Alter S-Raid-Boss gibt es zum Beispiel auch noch nicht. Also das ist leider Utility-mäßig ein bisschen ein kleiner Nachteil, dass man zumindest mit dem Elementattribut jetzt nicht so viel anfangen kann. Vaccine ist natürlich trotzdem immer noch ein ganz guter Vorteil hier im Spiel. Außer natürlich für die Holy Beast Dungeons, besonders für Quinlongmon, aber das ist natürlich allgemein ein Vaccine-Problem. Und was man bei ihm noch dazu sagen muss, bevor wir uns jetzt die Werte dann nochmal im Detail anschauen, er hat auf seinen Skills kein ASB, no ASB. Bedeutet, er kann leider nicht wie AOX auf zusätzlichen Damage durch Skills oder beziehungsweise durch die Technik mit den beiden, mit Attack und Stop, herausholen. Was ihn natürlich ein bisschen einschränkt, was das betrifft. Allerdings von den reinen Werten her, von den reinen Base-Werten her, ist er das stärkste Single-Digimon im Spiel. Also von dem her, was die Stats overall sind. Natürlich gibt es Bereiche, wo zum Beispiel Ogudomon dementsprechenden Vorteil hat, beziehungsweise Jessmon X natürlich, aber das ist zweitrangig, finde ich persönlich, weil rein von den Base-Werten her allgemein ist er das stärkste Single-Digimon, was es im Spiel gibt. Wenn man nur die Werte betrachtet, wenn man dann noch Skill-Damage und sowas betrachtet, dann, beziehungsweise auch ASB dann noch mit dazu, dann sieht es wieder anders aus. Aber das meine ich nicht. So, Klonwerte sind bei mir bisher leider nur 7 von 75. Dementsprechend sind seine Werte jetzt noch nicht die allerhöchsten, wie sie sein könnten. Da kann ich mich aber erst dran setzen, wenn ich weitere Backup-Disks bzw. Reset-Capsules habe. Vorher kann ich da leider noch nichts machen. Beziehungsweise noch nicht mehr machen. So, für die Base-Werte nehme ich einmal wie immer den Deck-Buff einmal raus, damit wir da akkurate Werte bekommen von den Base-Werten. Und da sind wir dann, wir fangen an mit HP und da sind wir schon bei einem der Punkte, die bei ihm leider ein kleines Manko sind im Vergleich zu anderen Digimon in der SSS-Kategorie. Und zwar ist das sein HP-Wert. Sein Max-HP-Wert mit bei mir 13.229 liegt nur minimal, beziehungsweise nicht allzu hoch über dem 140% Level 120 Wert von Susanomon. Also Susanomon hat minimal weniger HP. Allerdings haben andere Digimon in der SSS-Kategorie mehr HP. Dementsprechend, was HP betrifft, also Tankiness betrifft, in dem Sinne ist er nicht so gut wie andere SSS-Digimon. Und dementsprechend komme ich aktuell, weil ich auch noch kein HP bei ihm geklont habe, auf 20.961 aktuell noch. Der Digisoul-Wert basemäßig ist mit 4.165 eigentlich relativ solide. Kann man nicht meckern drüber. 10.781 insgesamt bei mir dann. Der AT-Wert ist definitiv einer der höchsten im SSS-Bereich. Mit 5.648 müsste der sogar minimal dann, also wenn man auf Maximum geht, 140% und Level 120, müsste der sogar über dem vom AOX liegen. Dementsprechend ist er, was den reinen AT-Wert betrifft, das zweitstärkste SSS-Digimon, was es gibt. Wenn man nur diesen einen Wert betrachtet, Ogudomon hat natürlich einen höheren Wert, aber dafür einen deutlich schlechteren Attack-Speed. Insgesamt komme ich dann aktuell auf 12.937 AT noch, weil der AT-Wert jetzt erst auf 3 von 15 perfekt geklont ist, bis ich da weitermachen kann. So, der Base Attack Speed Wert liegt bei 2,4, dementsprechend derselbe wie AOX. Von daher gibt es da nichts zu meckern.
insgesamt dann natürlich bei 1,320, wenn wir dann den Deckbuff natürlich noch draufpacken. Und mit dem Deckbuff ändert sich auch noch mein HP-Wert dann auf 23.060 insgesamt und 15.213 basemäßig. Der CT-Wert liegt bei ganz guten 25,87% basemäßig. Wenn man ihn auf 140% und Level 120 bringt, kommt man so an die 27% ran, wenn ich das richtig im Kopf habe. Von daher auch ein sehr hoher Base-Wert. Dementsprechend kann er was reinen, normalen, ohne ASB betreffenden Base-ADPS, also Attack Damage pro Sekunde betrifft, ist er auf jeden Fall sehr, sehr gut mit dabei, wenn der Critical Damage auch noch dazu kommt. Und ja, insgesamt bin ich dann aktuell noch bei 64,95%. Wie gesagt, da werde ich dann weitermachen, sobald ich dann wieder Backup-Discs und Reset-Capsules habe. Der Base-Hit-Rate-Wert ist mit 450 jetzt nicht der allerhöchste. Eher unteres Mittelfeld, was allgemeine Hit-Rate-Werte betrifft, aber ist jetzt auch keine Vollkatastrophe. Dementsprechend bin ich dann insgesamt noch bei 5942, was auf jeden Fall ein ganz solider Wert ist. Der Base-Defense-Wert liegt bei 381 und ist damit ein ganz guter Wert. Dementsprechend bin ich dann insgesamt bei 2648. Block-Rate natürlich wie immer basemäßig 0. Durch meine Seals bekomme ich 11,35%. Und der Base-Evasion-Wert liegt bei 25,80%, was kein allzu guter Wert ist, gerade im SSS-Bereich. Das ist eher so ein Bereich, den man für Mega-Level bzw. eventuell noch Burst-Mode-Digimon nehmen könnte, wo der ganz okay wäre noch. Aber für ein Digimon von diesem Rang ist er sehr, sehr niedrig. Das heißt, HP-mäßig ist er nicht auf der Höhe wie andere SSS-Digimon leider und Evasion-mäßig leider sowieso nicht. Aber im späteren Spielverlauf ist der Evasion-Wert ja sowieso irrelevant. Dann kommt ja eh meistens die Block-Rate zu Trage, wenn die Gegner den Evasion-Wert ignorieren. So, dann haben wir noch, er ist ein Short-Attacker, Virus-Buster und hat einen Ride-Mode, den ich natürlich auch schon aktiviert habe. Den kann ich auch einmal kurz demonstrieren, bevor wir uns in die Skills reinwagen. Und zwar sitzen wir hier auf seiner linken Hand, beziehungsweise auf seinem linken Arm. Sieht ein bisschen so aus, als ob wir gerade hier mit dem True Digivice, dass wir so ein bisschen wie auf einem Tablett hier drauf sitzen. Einmal Digiritter zum Mitnehmen, bitte. Dankeschön. Der Effekt vom Ride Mode ist, dass wir hier so eine dunkle Fläche haben, die unter ihm so ein bisschen pulsiert. Und dann haben wir diese Wirbelstürme oder beziehungsweise diese Energiewirbel, die um ihn herum quasi vorhanden sind. Dann mache ich einmal kurz diesen. Dann sieht man das einmal ganz gut. Ist jetzt nicht der krasseste Ride Mode-Effekt, den es im Spiel gibt. Aber jetzt auch kein schlechter. Also das ist definitiv ein ganz solider Ride-Mode-Effekt, würde ich mal sagen. So, und wie sieht das dann aus, wenn wir uns mit ihm vorwärts bewegen? Das sieht dann so aus. Das ist einfach dann seine normale Laufanimation. Das kann ich ja dann auch gleich nochmal im Vergleich zeigen. Und wir haben dann diese Wirbel, die um ihn herum dann fortgeführt werden. Und aus seinem Rücken kommt dunkle Energie. Ist auf jeden Fall ganz solide gemacht. Wie gesagt, ist jetzt nicht der krasseste Ride-Mode-Effekt, aber auch definitiv kein schlechter. Kann man definitiv sehr gut machen. So, dann schauen wir uns noch seine Skills an. Einmal haben wir die F1, aber vorher natürlich alle sind bei mir auf Skill-Stufe 10. Skill-Mastery ist schon auf Maximum. Skill-Points sind nur noch 4 übrig. Das heißt, von der Skill-Verteilung her müsste man dann sowieso, wenn man auf ein höheres Skill-Level gehen möchte, dann gucken, auf welche Skills man das am besten dann verteilt. Bei ihm kenne ich mich nicht so aus, gerade auch, weil er keine ASB hat, was man denn bei ihm am besten maximieren sollte, wenn man auf Skill-Level 15, 20 oder 25 gehen sollte. Meine Vermutung wäre persönlich auf dem AOE, also auf der F3. Aber die F2 wäre natürlich auch eine solide Option. Aber da weiß ich selber, wie gesagt, zu wenig. Dann, das ist, finde ich, sowas, was noch auf dem O-Wiki gerne noch als Kategorie hinzugefügt werden sollte. Auf den, oder beziehungsweise im Text unten noch mit bei den Skills dann immer dabei stehen sollte, was denn die Empfehlung wäre, worauf man vom Skillen her gehen sollte.
Sowas fehlt mir da noch, weil ansonsten muss man es halt selber versuchen und dann, wenn man nicht zufrieden ist, muss man es wieder zurücksetzen. Finde ich ein bisschen schade, dass es das da nicht gibt, sonst könnte man das immer da ganz gut nachgucken. So, gucken wir uns jetzt mal die Skills an. Die F1 heißt Gurando Gurisuru. Irgendwas mit großer Gurisuru, keine Ahnung, was das übersetzt bedeuten würde. Wie gesagt, bei mir jetzt Skill Level 10 von 10, verbraucht 640 Digisoul, wenn man es benutzt. Ist vom Attribut her natürlich Stahl, braucht 2 Skill Points, um es zu upgraden, hat einen Cooldown von 6 Sekunden, was definitiv gerade im SSS-Bereich sehr solide ist. Und macht bei mir jetzt 25.049 Damage, plus dann noch den AT-Wert 12.937. Durch Klonen kann man da noch sehr viel rausholen. Dementsprechend ist das so jetzt noch nicht alles, was dieses Digimon zu bieten hat. Wie gesagt, meine Werte sind halt noch nicht großartig geklont. Dementsprechend, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Dann haben wir die F2, die heißt Kyukyok Senjuken Dine Slave. Das ist ja jetzt sein neuer Speer, den er hat. Den tut er dann einmal nach hinten, einmal im Kreis schleudern und dann einmal in den Gegner reinwerfen. Aber das schauen wir uns dann gleich dann noch bei den Animationen dann an. So, wie gesagt, bei mir Skill Level 10 von 10. Verbraucht 1173 Digisoul, wenn man es benutzt. Ist vom Attribut her natürlich auch Stahl. Braucht 3 Skill Points, um es zu upgraden. Hat einen Cooldown von 11 Sekunden. Und einen Damage-Wert von 45.923 plus 12.937. Und was definitiv auch für eine F2 im... vor allem bei dem Cooldown ist das ein verdammt guter F2-Damage, gerade im SSS-Bereich, für eine F2-Skill mit 11 Sekunden Cooldown. Also da ist das definitiv ein sehr solider Wert. Und dann haben wir noch die F3, Hödenings Walz, Walzer, wie auch immer man das nennen möchte. Ist bei mir jetzt natürlich auch Skill Level 10 von 10, verbraucht allerdings 5330 Digisoul und ist damit sehr kostspielig zu benutzen. Ist sein AOE-Skill, hat dementsprechend einen hohen Cooldown im Vergleich zu anderen Skills, und zwar hier 1 Minute 40 Sekunden, was jetzt definitiv im Vergleich zu anderen High-End-AOE-Skills kein ewig hoher Cooldown ist. Also Ogudomon hat ja 2 Minuten 30 Sekunden und Omnimon X hat ja 10 Minuten. Von daher 1 Minute 40 ist jetzt nicht allzu schlimm. Dafür ist natürlich sein Damage-Wert nicht so hoch wie der von denen dann dementsprechend. Genau, Attribute Stahl, 3 Skillpoints zum es zu upgraden, was auch definitiv jetzt nicht ewig schlecht ist, aber man muss wie gesagt dann gucken, wenn man dann noch weiter mit den Skill-Leveln gehen möchte, auf welchen Skill man sich dann am besten fokussiert. Und der Damage-Wert ist dann jetzt aktuell bei mir 75.839 plus dann den AT-Wert 12.937. Auf Skill-Level 25 kommt man bei ihm über 100.000 plus dann halt noch das, was man durch Klon noch dann als Bonus bekommen würde, plus halt dann noch den AT-Wert. Also da ist das definitiv trotzdem ein sehr, sehr guter AOE-Skill. Und ja, dann schauen wir uns jetzt noch seine Animationen einmal an. Ich werde ihn auch dann, sobald ich ihn dann im Verlauf der nächsten Wochen dann auch noch geklont habe, einigermaßen gut dann auch noch in verschiedenen Dungeons testen. Genau, was ich vergessen habe, bei ihm noch zu erwähnen, da er ein Burst Mode X Digimon ist, kann er auch den Peak of X Evolution Buff nutzen. Das heißt, dadurch bekommt er nochmal 25% auf seinen gesamten Damage, also AT-Damage und Skill-Damage obendrauf, was ihn nochmal deutlich stärker macht, und rein vom normalen Damage her ist er dann sogar im Bereich, was in SSS Plus Bereich geht. Vom reinen DPS her. Also Attack Damage pro Sekunde. Mit ASB haben natürlich SSS Plus Digimon natürlich einen Vorteil, also da kommt er leider nicht dran, weil er selber kein ASB hat. Dementsprechend ist das der einzige Nachteil, den er hat, neben natürlich den etwas geringeren geringeren HP-Wert und dem nicht ewig guten Evasion-Wert.
So, aber jetzt springen wir einmal dann vom Level her, würde ich sagen, nach Valley of Light und schauen uns dort einmal seine Animation dann an. So, dann sind wir in Valley of Light angekommen und schauen jetzt einmal seine Animationen an. Seine Auto-Attack-Animationen sind jetzt nicht die unbedingt spektakulärsten, aber definitiv ganz passend gewählt. Und zwar, wenn wir angreifen, er benutzt seinen Speer zum Angreifen. Oh Wunder, warum sollte man nicht seine Waffe verwenden, wenn man eine hat? Mir gefällt die Animation an sich sehr, sehr gut, sehr passend. Und man hat da auch noch diesen dunklen Schlitzeffekt, der noch mit dabei ist. Also das ist definitiv sehr, sehr schön. Gefällt mir auf jeden Fall. Ich konnte den die letzten Tage ja auch schon ein bisschen testen. Dementsprechend bin ich sehr, sehr zufrieden mit diesem Digimon soweit. Und vor allem, dass man mit ihm nur einen einzigen Slot braucht, weil man braucht bei ihm nur Kanium und X. Er ist ja kein Jogress, beziehungsweise nur sein Digimon alleine, weil er ist ja kein Jogress-Digimon. Was auch nochmal ein gewaltiger Vorteil ist, den er hat. Also ja, Auto-Attacks sind eigentlich nur Angriffe mit den Speeren und dementsprechend sehr solide. Gefällt mir. So, dann schauen wir uns natürlich noch seine Skills dann einmal an. Und dann haben wir einmal die F1, Gurandong Gurisuru. Da lädt er einmal seine beiden Armklingen auf und beziehungsweise erstmal rammt er seinen Speer in den Boden, stellt ihn also weg, dann lädt er seine beiden Arme auf, seine beiden Armklingen und schleudert dann davon Energieprojektile in den Gegner rein. Gefällt mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Vor allem, dass er seinen Speer extra dafür wegpackt. Achtet mal drauf. So, Speer ist weg. Greift an. Die Animationen von dem Energieangriff sehen auch ganz gut aus. Und allein dieses Detail, dass er seinen Speer dann wegpackt, um den Skill zu benutzen, gefällt mir sehr, sehr gut. Schauen wir uns das einmal dann noch von vorne an. So, einmal von vorne. Nice. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, dann Kyukyok Senshuken Dine Slave. Da, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, dass er seinen Speer da einmal auflädt und dann diesen in den Gegner reinwirft. So. Also die Animation ist auch sehr, sehr gut. Meiner Meinung nach. 11 Sekunden Cooldown, gut. Die merkt man natürlich so ein kleines bisschen. Aber sieht schon einfach nice aus, wie er den Speer erstmal hinter sich im Kreis schleudert und dann in den Gegner reinwirft. Allerdings, was ich bei den Symbolen, also gerade bei den, also vor allem bei der F1, ein bisschen zu bemängeln habe, ist, achtet mal drauf. Und zwar hier oben dieser Rand bei der F1 hier unten, bei diesem Symbol, ist dunkel. Wenn man jetzt die F1 benutzt und hier den Cooldown sieht, wie er hier durchläuft, hier. Sobald es in den dunklen Bereich geht, wird es verdammt schwierig, darauf zu achten oder genau zu sehen, wann der durchgelaufen ist. Was bei 6 Sekunden Cooldown jetzt nicht das Schlimmste ist, aber es ist doch etwas, was mir über die letzten Tage aufgefallen ist. Können wir auch einmal das hier einmal so benutzen. So. Und nochmal die F2 von vorne. Und genau, dann schauen wir uns noch seinen AOE an, also seine F3. Da pullen wir ein paar Gegner, dann sieht man das, denke ich mal, am besten. 1 Minute 40 Cooldown ist natürlich eine kleine Hausnummer, dementsprechend machen wir das einmal so, damit ihr das einmal so vollständig sehen könnt. Genau, er spaltet einmal seinen Speer auf, dieser wird dann zu einer Art Propeller, die er dann benutzen kann, um dadurch eine Energiewelle zu erzeugen, die alle Gegner in der Umgebung erfasst. Die Range ist natürlich nicht genauso gut wie bei einem Omnimon X, der natürlich die maximale AOE-Range nutzt, aber ist jetzt auch nicht ewig schlimm. Nur wenn der Gegner zu weit weg ist, dann kann es sein, dass dieser nicht mehr, wenn ich jetzt dann das Bakemon da erfassen würde und den AOE benutzen würde, dann würde er versuchen ranzugehen, aber der würde dann sagen, dass der Skill nicht benutzt werden kann, weil das einfach dann zu einem Konflikt führt, weil der Gegner dann zu weit weg ist. Demonstrieren kann ich das erst, wenn der Cooldown einmal abgelaufen ist,
Eine Minute 40 ist natürlich jetzt ein bisschen blöd fürs Video, aber lässt sich dann nicht anders zeigen. Aber ja, mir gefallen alle seine Animationen eigentlich sehr, sehr gut. Ihr könnt ja schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn von diesem Dämon haltet. Wie gesagt, ich kann jetzt noch nicht das volle Potenzial von ihm präsentieren, weil da müsste ich, wie gesagt, noch klonen können und da muss ich erstmal auf die Weekly Voucher warten. Also da ist definitiv noch sehr, sehr viel rauszuholen. Das sind jetzt nur seine quasi Base-Werte plus halt mein Seals Equipment und halt, ja, die drei Reinforce-Klone auf AT, die bringen jetzt nicht, oder beziehungsweise, klar, minimalen Unterschied machen sie, aber CT wäre jetzt erstmal wichtiger, damit man den Critical Damage auch noch nutzen kann. So, jetzt ist sein AOE-Skill wieder ready. Schauen wir uns dann einmal noch von vorne an. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Wie gesagt, ich feiere dieses Digimon. Ich freue mich unglaublich, dass ich das jetzt endlich habe. Ist auch dann, und wie gesagt, ist das Digimon, wo ich am meisten bisher Glück bei den Boxen hatte. Beziehungsweise das einzige Mal, wo ich bisher auf diese Art und Weise Glück bei den Boxen hatte. Aber ja, damit sind wir jetzt am Ende vom Video angekommen. Schreibt mir unbedingt wie immer gerne in die Kommentare, was ihr denn von Kranium X haltet. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao.